Für Lukas Königshofer läuft es beim deutschen Drittligisten Unterhaching im Moment ausgezeichnet. Mit dem Wiener als starkem Rückhalt kämpft die Spielvereinigung um den Aufstieg. Der 29-Jährige will in der kommenden Saison auf jeden Fall höherklassig spielen. Ein Ziel, das Königshofer wohl schon früher erreicht hätte, wäre seine Zeit beim SK Rapid glücklicher verlaufen. Die Zeit bei Rapid war halt blöd, weil ich ein Jahr komplett abgesägt wurde, erinnert sich Königshofer gegenüber Laola 1 an seinen Abstieg bei den Hütteldorfern. Vom grün-weißen Stammkeeper, der in der Europa League auflief und Teil des ÖFB-Teams war, ging es in rasantem Tempo auf die Tribüne, die ersten Monate waren schon brutal. Da war noch Peter Schöttl der Trainer. Das Signal war, dass es in den letzten Spielen eh um nichts mehr geht. Nach dem Urlaub sollte ich wieder Gas geben und alles würde wieder seinen gewohnten Lauf nehmen, so Königshofer über den Endspurt der Saison 2012/13. Dann kommst du aber aus dem Urlaub zurück und bekommst gesagt, dass du nie wieder ein Spiel für Rapid machen wirst. Einfach so, ohne irgendeine Begründung. 3. Liga, keine Dorfplätze wie in Österreich. Mit damals gerade 24 Jahren sei das keine einfache Zeit für ihn gewesen. Irgendwann einmal ist das bei mir umgeschlagen in Ehrgeiz, ich wollte es ihnen im Training zeigen, aber das hat halt nichts bewirkt bei Rapid. Aber es war gut, dass ich Gas gegeben habe und so zumindest fit war, um die nächste Aufgabe angehen zu können. So konnte ich mir nichts vorwerfen. Im Sommer 2014 trennten sich die Wege dann und Königshofer heuerte beim hallischen FC an. Die 3. Deutsche Liga sieht zwar ein sportlicher Rückschritt gewesen, mit der Vorgeschichte bei Rapid war es für den Schlussmann aber schwierig, einen neuen Verein von sich zu überzeugen, weil du die ganze Story einmal erklären musst. Das Niveau und die Infrastruktur überraschten Königshofer allerdings. Da spielst du auf keinem Dorfplatz wie teilweise in Österreich, da gibt es kein Stadion wie zum Beispiel in Hartberg. Alleine was Infrastruktur und Fanpotenzial angeht, ist die 3. Liga der österreichischen voraus, wenn ich Rapid ausnehme, versichert Königshofer, dessen Gegner mittlerweile Kaiserslautern, Braunschweig, KSC oder Rostock heißen. Es macht echt mehr Spaß in solchen Stadien zu spielen als auf Halbdorfplätzen. Königshofer trauert Wechsel in höhere Liga nach. Eigentlich wollte Königshofer von Rapid aus einen Wechsel nach England in Angriff nehmen, absolvierte auch Probetrainings auf der Insel. Das erste war bei West Ham. Da habe ich dann im Nachhinein erfahren, dass das nur ein Goodwill-Zuckerl von Rapid war, dass ich ins Trainingslager mitfahren durfte. Sie hatten aber gar nicht die Absicht, mich gehen zu lassen, was damals auch irgendwie verständlich war, verrät er. Bei Sheffield Wednesday sei es daran gescheitert, dass der Club nur einen Spieler holen konnte und sich der Trainer dafür entschied, das Geld in einen Stürmer zu investieren. Wer Rapid verlässt, riskiert die Karrierebremse. Jährlich verlassen Spieler den SK Rapid und wechseln in die Top-Ligen Europas. Nur wenige schaffen schließlich den Durchbruch. Von Barrett bis Marik, wer Rapid verlässt, riskiert die Karrierebremse. Seit seiner Vertragsauflösung bei den Grün-Weißen läuft es für Christoph Schösswenter nicht zufriedenstellend. Bei der Union Berlin in 2 Jahren nur 3-mal eingesetzt. Stefan Stangl wechselte 2016 für 1,65 Millionen Euro zu RB Salzburg, wurde dazwischen zur Wiener Austria verliehen. Seit Juli 2018 vereinslos, aktuell gibt es Gerüchte mit dem SK Sturm. Petzos pendelte zwischen Werder Bremen, dem FC Fulham und Rapid umher, bis 2019 steht er noch in Bremen unter Vertrag, spielt dort aber überhaupt keine Rolle. Für astronomische 7 Millionen Euro wechselte Barrett zu AS St. Etienne. Dort wurde er von einem Kreuzbandriss gestoppt. Kickte danach leihweise beim RSC Anderlecht, aktuell wieder zurück in St. Etienne, wo ihm nur die Joker-Rolle bleibt. Bei Rapid spielte Matej Jelic nur eine untergeordnete Rolle.
Das änderte sich auch bei HNK Rijeka nicht, die Kaufoption wurde nicht gezogen. Im Sommer übersiedelte Jelic zu Slaven Belupo. Mit ganz viel Hype und für 2,3 Millionen wechselte der Isländer von Norrköping zu Rapid. Seine Leistungen waren aber eher durchwachsen. Nach einer Leihe zu AEK Athen wechselte er im Jänner nach Malmö. In seinen 9 Einsätzen für zeigte der damals blutjunge Marik sein riesiges Potenzial. Doch er entschied sich für einen Wechsel zu Hoffenheim. Von dort wurde er nach Gdansk, Hannover und Lilleström verliehen. In seiner zweiten Saison endlich Stammkeeper. Terence Boyd ist ein spezieller Fall. In erster Linie bedrohte sein fragiles Knie seine Karriere. Doch seit er Rapid Richtung Leipzig verließ, geht seine Karriere tendenziell bergab. Ist jetzt bei Darmstadt in der 2. BL Teilzeitstürmer. Erwin Hoffer ist ein Paradebeispiel, wie ein Transfer nicht ablaufen sollte. Für rund 5 Millionen Euro wechselte er 2009 zum SSC Neapel, wo er überhaupt keine Rolle spielte. Kickt jetzt bei Berit Wilrijk in der 2. belgischen Liga. Was musste Ivan Schütz nicht alles nach seinem Wechsel von Rapid zu Salzburg über sich ergehen lassen? Damals kam er bei den Bullen aber nicht in Tritt. Machte zwischenzeitlich eine gute Karriere, die er im November 2018 beendete. Nur ein halbes Jahr währte Hoffmanns Ausflug zu 1860. Doch dann überlegte es sich die lebende Rapid-Legende nach glücklosen 17 Spielen anders und kehrte zurück. Unter dem Strich feierte Hoffmann nur mit Rapid große Erfolge. 2008 war Korkmaz der große Publikumsliebling bei der EM im eigenen Lande. Das Großereignis ermöglichte ihm einen 2,3 Millionen Euro Wechsel zu Frankfurt. Zahlreiche Verletzungen bremsten seine Karriere aber massiv. Mittlerweile bei Mauerwerk 3. Liga. Auch Tanju Kaihan konnte nie wieder an seine starken Leistungen bei Rapid anknüpfen. Während sich Rapid über eine Ablösesumme von 1 Million Euro freuen durfte, setzte sich Kaihan bei Besiktas nicht durch. Kickt nun bei Adana in Türkeis 2. Liga. Über Rapid stürmte Christopher Drasan ins Nationalteam, als Kaiserslautern ihn für 400.000 Euro verpflichtete, war die Erwartungshaltung groß. Doch weder bei Lautern noch in Erfurt glänzte Drasan. Kickt nun in Vaduz in der 2. Schweizer Liga. Der Knackpunkt bei Rapid habe seine Karriere jedenfalls deutlich gebremst, glaubt Königshofer, bestimmt sogar. Nüchtern betrachtet, wenn ich nicht ein Jahr auf der Tribüne sitze, finde ich sicher einen ganz anderen Verein, ohne den Hallerschen SC jetzt irgendwie zu schmälern, ich hatte dort eine super Zeit. Aber dann gehe ich sicher in höhere Ligen.